Und damit willkommen zurück hier zum Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4 auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, Leute, ihr habt gefragt in den Kommentaren, wie sieht's aus? Wann kommt da mal wieder ein neues Update? Und hier kann ich sagen, demnächst. Man wartet hier scheinbar nur noch auf die Freigabe von Microsoft und Sony. Allerdings weiß ich mittlerweile, dass das Ganze gar nicht mehr so lange dauert. Ein paar Tage sind zwar noch, ja, das liegt aber an Microsoft und Sony. Die haben ja kein Geld, um da noch ein paar mehr Leute vielleicht einzustellen oder sowas, um das Ganze schneller überprüfen zu lassen. Aber was weiß ich schon, ja, ich bin da nur so ein Stümper, der da hinspricht. Ja, zweite Sache ist, ja, der Bus-Simulator, dieses Wochenende, wenn ihr jetzt heute diese Folge hier seht, ist aktuell die EGX hier in Berlin. Und Astragon ist vor Ort und präsentiert halt den Bus-Simulator inklusive den neuen Strecken-DLC, der jetzt ja irgendwie mal noch erscheinen soll hier für den Bus-Simulator. Ja, mit ein bisschen Glück bin ich vielleicht vor Ort und werde mir das Ganze da mal anschauen. Werde euch dann darüber natürlich in den ÖPNV-News berichten und natürlich hier in den Folgen natürlich, ja, damit ihr jetzt nicht beides gucken müsst oder sowas. Da werden wir auf jeden Fall mal gucken, wie das Ganze aussieht, was es kostet eventuell. Vielleicht kann ich ja noch ein paar Infos rauskitzeln, wäre natürlich eine coole Sache, ja, wenn man schon mal, ja, so ein bisschen da ist. Und natürlich habt ihr mir auch ein bisschen geschrieben, ja, was denn, was wir hier so machen können, was irgendwie diese Aufgaben hier gerade ein bisschen schwierig macht hier. Von daher habt ihr gesagt, zum Beispiel, man muss natürlich erstmal die Linie fahren, so wie ich es ja gesagt hatte. Man muss aber bestimmte Steckpunkte irgendwie abfahren, damit das Ganze auch funktioniert. Das habe ich eigentlich meiner Meinung nach gemacht, aber irgendwie haut das scheinbar hier nicht ganz hin. Und dann muss es ja natürlich dann auch die KI fahren. Hier steht da drin, nutze Fahrer, um auf einer Strecke mit maximal 8 Haltestellen Einkommen zu generieren. Das hatte ich ja gemacht, ne? Hauptbahnhof, Schaffetterfeld und Steineck. Also wir sind ja hier im Schaffetterfeld haben wir hier. Wir sind in Steineck sind wir hier. Und aber irgendwie will das Ganze nicht. Deswegen, wenn wir die ganze Route jetzt nochmal löschen, die werden wir mal behalten, weil wir ja danach gleich nochmal schnell testen wollen, ob das Ganze funktioniert. Und werden wir jetzt hier nochmal eine neue Strecke basteln, denn wir werden... Ja, das ist alles blöd. Das ist hier schon echt doof gelöst hier eigentlich. Ich würde nämlich gerne die meinen Punkte hier einnehmen, aber ich will jetzt hier auch nicht hier hochfahren müssen, weil das macht wenig Sinn. Guck dir mal an, was das für ein Riesenweg ist. Das ist Schwachsinn. Also kannst du das hier eigentlich wieder entfernen. Wir könnten dann hier unten Schaffetterfield. Also eigentlich war dieser Weg hier schon gar nicht so verkehrt hier. Können wir das irgendwie in die andere Richtung legen? Nee, ne? Das geht nicht. Ah, doch. Ah, warte mal. Mit 4 können wir die Richtung drehen. Und dann fahren wir hier hoch. Zum Hauptbahnhof. Und das müsste das doch gewesen sein, oder? So, speichern. Hauptbahnhof mindestens eine Haltestelle. Ja, haben wir. Schaffetterfield 3 Haltestellen. Ja, wir haben uns Steineck. Ja, was ist denn hier los? Warte mal, hier stimmt irgendwas nicht. Die müssen wir nochmal bearbeiten. Was ist denn das hier? Das ist doch hier Blödsinn. Was machst du hier? Nein. Ah, warte mal, er macht jetzt gerade hier das hier. Zack und zack. Und die werden wir jetzt hier neu ordnen und werden diese nach oben legen. So, und die hier werden wir... Ich weiß nicht, was er macht. Das ist gerade ein ganz großes Problem. So, warte mal. Warum schickt er mich denn da hoch? So. Ah, ich verstehe. Weil wir die Richtung nicht geändert haben. So, so wird ein Schuh draus. Jetzt haben wir die Richtung gedreht. Jetzt starten wir hier, fahren jetzt hier so lang. So zack, 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 zack. Und dann hier hoch. Das schaut doch ganz gut aus. Das kann einfach nur so sein. So, starten einfach die Fahrt hier. Da sowieso aktuell keiner Geld verdient jetzt hier auf den Touren, können wir auch jetzt den hier nehmen und fahren dann mal. Ja, wie gesagt, die EGX in Berlin.
Ich versuche natürlich, wie gesagt, da zu sein, um euch natürlich da gleich wieder zu berichten. Vielleicht auch mal so ein bisschen noch was rauszukitzeln. Aber ich glaube, wir haben... Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ach ja, das war ja hier auch noch. Standard, drucken. Ja, genau. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Spektakulär. Gehst du Freitag also, ins alte Sägewerk? Oh, warte mal, wir sind falsch hier. Also ich will ja ein Studententicket. Oh, als Dankeschön, ne? Kommt sie mir so. So. Weil wir haben nämlich ja so Punkte, die wir hier... Schafetterfield waren ja maximal 3 Haltestellen. Ich weiß halt nicht, wo jetzt halt dieses Schafetterfield jetzt da liegt. Da. Oh, Gottes Willen. Ja, sowas passiert mir auch manchmal. Das ist halt, wenn man mit einem Controller spielt. Ha. Aber jetzt geht es mir erstmal hier echt nicht ums Geld, sondern dass wir hier jetzt mit ein bisschen vorwärts kommen hier. Ich brauche eine Fahrkarte. So, Tag, Student, drucken. Ey, was ist denn hier los mit euch? Danke. Für zu viele große Scheine hier. Boah, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal. Ist das überhaupt der richtige Bus? Das ist der einzige Bus, Frau. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Ja, auch zum Beispiel kam die Frage, wie das mit dem Rundfahrmodus funktioniert. Scheinbar gibt's. Ja, genau, voll durch. Ja, schön. Gibt es da wohl auch ein kleines Problem, dass man den Rundfahrmodus hier nicht abschließen kann. Ich habe die Frage jetzt schon doch sehr oft gehört. Normalerweise ist das eher zum Beispiel einstellt, denn halt Rundfahrmodus, dann fahrt ihr die Linie einmal hin und dann die Linie einmal zurück und dann sollte das Ganze eigentlich gegessen sein. Scheinbar scheint es aber nicht zu funktionieren. Ich selbst bin halt noch nicht so weit, dass ich da jetzt sagen kann, wie das Ganze jetzt so hinhaut. Ihr seht ja gerade selbst hier, dass ich jetzt gerade hier schon an diesem Punkt hier schon so ein bisschen... am Verzweifeln bin. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass ich euch beruhigen kann. Tatsächlich, die PC-Version an sich, die lief nicht wirklich besser. Also die hatte da auch so ihre Bugs drin. Ich weiß gar nicht, ob sie das behoben haben, weil ich die Version eigentlich ja nicht wirklich gespielt mehr hatte. Außer zum Release dann. Aber das sind alles so Sachen, die nehme ich alle mal mit, denn ja, wenn ich dann wirklich halt da sein sollte und vielleicht hier jemand finde da von Still Alive da auf der Messe, dann werde ich die mal aushorchen, die Jungs. Und auch gleich mal im gleichen Zuge fragen, weil es gibt ja halt noch viele kleine so Mini-DLCs, die man ja auf dem PC noch kaufen konnte. So kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie diese Accessoires. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Eine Fahrkarte bitte. So, Tag, Standard, drücken. So, 3,80 Euro. Danke. Ein bisschen schlafen. Und da fährt der Zug.
Glück gehabt. Oh, was ist denn das? Meine Güte, also irgendwie ist heute der Wurm drin hier in der Folge. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Das war knapp. Ich hätte jetzt noch schnell eine Rotphase geben können und dann... mal gleich wieder Punktabzug bekommen. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Ja, auch kam, war in den Kommentaren gewesen, ohne Zeit wäre es besser. Ich finde, ohne Zeit hast du halt keine Herausforderung. Also ich meine, die Zeit ist so gut bemessen hier. Also... Puh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Also das ist doch dann schon, also was soll ich dazu jetzt noch sagen? dann müsst ihr wirklich mal Omsi spielen. Also wenn ihr die Zeit hier wirklich knapp findet, ja, dann müsst ihr Omsi spielen. Also dann die Zeit hier, guck mal, wir haben jetzt noch locker 3 Minuten, wir sind jetzt an der Haltestelle angekommen. Also Zeit ist hier eigentlich sehr gut bemessen, muss man sagen. Aber sonst ohne Zeit, ich glaube, also das würde auch Tschüss. Nicht den Simulationsstandard erfüllen halt. Ne? Also, ich brauche eine Fahrkarte. Das muss ja schon so ein bisschen an der Realität rankommen. Ich meine, wenn man sich die Kasse anguckt, ja, so eine Kasse gibt's nicht. Die ist halt viel zu einfach und alles sowas. Muss den Bus nicht wirklich aufrüsten und alles sowas. Also hier wird die Simulation wirklich nur ganz knapp angeschnitten. Ja, das geht so eher so in das Arkadige rein. Aber ich meine, für eine Konsole eine Bussimulation zu bekommen, das ist eine Seltenheit. Findet man nicht so oft. Und daher finde ich es hier schon, so wie sie es gemacht haben, eigentlich ganz richtig. Was? Wieso bremst er denn auf einmal? Meine Güte! ist das ärgerlich. Also eigentlich, normalerweise, wenn ich das Ganze jetzt so für mich alleine spielen würde, ich hätte die Fahrt schon längst abgebrochen. Schon alleine beim ersten Unfall wäre Ende im Gelände gewesen. Also wir haben jetzt über minus 3000, ja. Ich brauche eine Fahrkarte. Aber mir geht es jetzt halt wirklich mal, es muss noch mal langsam mal jetzt hier vorwärts gehen, also. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Was? Was mich hier ein bisschen wundert ist, warum sind die hier alle rot?
Und der nicht. Der zwei. Weißt du, dass der leer ist? Oh. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ich habe Müll vergessen. Nö. So, dann. Naja, 7000. So, und jetzt haben wir ja darauf jemanden fahren lassen. Na, machen wir das mal. Indem wir jetzt hier sagen, Streckenplaner, jetzt setzen wir hier einen Fahrer rauf, Fahrer zuweisen. Und du fährst mit dem hier. Beauftragen. So, und wir werden jetzt diese Tour nochmal fahren. Könnten wir jetzt nur vorstellen, dass wir jetzt hier wieder vergessen haben, dass wir wahrscheinlich wieder eine Haltestelle zu viel oder zu wenig ausgewählt Danke. Hatten, dass da jetzt nur wieder irgendwas nicht hinhaut. Also. Das war gerade ein bisschen verwirrt, der Computer. Die Oma geht, weißt du, und hier liegt ein Trinkbecher drin. Acht Haltestellen, die hatten wir ja. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. So, ist jetzt was gebracht. Ja. Damit haben wir schon mal den ersten Punkt. So, mit 9 Haltestellen, Hauptbahnhof, Landwirtschaftszone. Achso, war mindestens, okay. Also, wir haben Hauptbahnhof, Landwirtschaftszone und Industriezone. Okay, dann planen wir das Ganze mal. Strecke planen, neue Strecke. So, also Hauptbahnhof. Industriezone, wie viel waren es? Ja, muss leider mal abbrechen, muss mal gucken. Jeweils 2, okay.
So, also neue Strecke. Hauptbahnhof. Abbrechen. Speichern. Ist das richtig? Haben wir auch. So. Dann brauchen wir eine Linie. Hauptbahnhof, Schobergrund. Also. Hauptbahnhof, wo ist der Schobergrund? Siegwalden und Oakville. Okay. Okay, also, dann haben wir hier neue Strecke. Hauptbahnhof. Schobergrund. Das sind doch die beiden hier, ne? Zwei in Siegwalden und dann Oakville. Da. Ach. Genau so. Hauptbahnhof. Zwei in Schoberground. Zwei in Siegwalden. Speichern. Schoberground 2, Siegwalden 2 und sind genau 7. Und dann brauchen wir noch eine Hauptbahnhof, Schoberground 2 und Gewerbegebiet. So, neue Strecke. Da können wir nächstes Mal nämlich einfach nur fahren. So, Hauptbahnhof, Schoberground mindestens 2 und Speichen das Gewerbe. Aha. Gut, ja, dann würde ich sagen, fahren wir nächstes Mal. Tut mir natürlich leid, dass wir jetzt hier in der Anfängerfolge jetzt so viele Unfälle hatten. Schande über mein Haupt, aber naja, manchmal. Was soll ich da sagen, Leute? Ja, wie gesagt, sobald es hier noch Neuigkeiten gibt, dann wie gesagt, in den ÖPNV-News mal vorbeischauen. Oder wie gesagt, ich werde, wenn ich wirklich dahin gehe, ich weiß es noch nicht so hundertprozentig, werde ich hier auf euch, werde ich hier auf jeden Fall das Thema dann bestimmt auch nochmal ansprechen. Und dann schauen wir mal. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt vielleicht in den nächsten ein, zwei Folgen hier eventuell die nächsten Missionsziele bekommen. Und dann sollte das hier eigentlich alles wieder weitergehen mit dem Bootsimulator. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, trotz der ganzen Unfälle. Aber mein Gott, ich bin ja sonst in der letzten Folge immer perfekt gefahren. Also da kann man mal so einen kleinen Ausreißer ruhig mal so ein bisschen dulden. Ne? Augenzwinker. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.